Hallo lieben Freunde, ich bin heute mit dem Kagejack unterwegs. Ja, mein letztes Video war auch im Kagejack. War auch sehr, sehr schöne Wohnung, 2 plus 2. Ja, ein Penthouse. Und wir sind hier im Kagejack Olymp City. Ja, ich werde jedes Mal eine andere Wohnung zeigen. Ja, wir haben hier 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 4 plus 1. Ja, wir haben hier unten noch unsere Villen stehen. Ja, für diejenigen, die sich gerne für die Villen interessieren, können sie auch gerne bei mir melden. Wir haben inzwischen nur noch 64 Wohnungen, also weitere wurden 7 jetzt seit letzten Videos verkauft. Ja, und das hier ist eine 3 plus 1 mit 180 Quadratmeter Wohnung. Übrigens, hier bekommt man auch türkische Staatsbürgerschaft. Ich weiß, die Deutschen interessieren sich nicht dafür. Sie haben ja ihren deutschen Pass. Sie können auch 6 Monate hier wohnen. Aber für diejenigen, die in der Türkei ständig leben möchten, ist natürlich interessant. So, jetzt zeigen wir. Übrigens, wir sind im EG, Erdgeschoss. Und von Erdgeschoss habt ihr so eine Aussicht. Ja, ist top. Es ist keine Duplex-Wohnung, es ist eine 3 plus 1 Wohnung. Ich habe auch viele Interessenten, die sagen, Schein, ich brauche kein Duplex, die Treppen sind mir einfach anstrengend. Jedes Mal einen Kaffee oder ein Wasser holen möchte, muss ich runterlaufen, die Treppen, auch in der Nacht. Also einetagig. Das hier ist einetagig. Das ist ein ganz normaler, ja, 3 plus 1 Wohnung mit 2 Badezimmern, 180 Quadratmeter groß. Wir haben Colorglas, wir haben sehr schöne Fliesen im Außenbereich. Innen haben wir unsere Laminat und wir fangen direkt wieder vom Eingangsbereich an. Also bis gleich. So, wir sind jetzt hier gleich im Eingangsbereich. Hier links haben wir unseren Abstellraum. Ja, hier die gleichen Fliesen wie draußen auf dem Balkon, und die Badezimmer sind natürlich auch anders ausgestattet. Nur komplett im Boden, Schlafbereichen sind mit Laminat versehen. Jetzt gehen wir weiter zu unserem Badezimmer. Das sind 60 x 60 Fliesen und das sind 45 x 90 Fliesen. Und da haben wir hier begehbare Duschkabine. Weiter geht's. Das hier ist das Master Bedroom, also Hauptschlafzimmer. Sehr groß. Hier kommt später auch mal ein Einbauschrank rein. Ja, man kann das anhand hier von diesem Innenmöbel kann man das ja auch sehen. Das Licht haben wir vergessen einzuschalten übrigens. Wir haben hier noch Bad in Suite. Kann man auch kurz zeigen. Fernseher im Schlafzimmer ist sowas wie Lusttöter. Also, ich habe keinen Schlafzimmer, Fernseher brauche ich nicht. Wenn ich zum Schlafzimmer gehe, möchte ich gerne schlafen. Daher würde ich hier, da kommt ja normalerweise auch der Fernseher ran, ja, da haben sie auch die Kabel und so weiter und Kabelkanal. Ich würde hier eher nochmal einen Einbauschrank reinbauen. Oder vielleicht für die Frau hier sowas wie Schminktisch. Ja. Aber das wäre natürlich nicht mein Hauptschlafzimmer. Mein Hauptschlafzimmer wäre entweder das hier oder nebenan. Weil von hier hat man auch sehr schöne Aussicht. Ist auch ein bisschen heller. Man könnte hier auch einen Einbauschrank einbauen. Hier oben haben wir auch ein Kabel und Rohre für die Klimaanlagen. Colorglas, ja, sehr wichtig. Ist nicht in jedem Haus, nicht in jedem Neubauten. Und hier haben sie das Geld investiert. Ist auch aus Aluminium. So hatte ich das letztes Mal auch, glaube ich, erwähnt. Ja, das ist ein Colorglas. Da bekommt ihr nicht die volle Sonnenstrahlen rein. Ja, und die Hitze nicht rein. Ist top. So, draußen haben wir unseren großen Balkon.
sehr lang, müsste ungefähr 4,5 Meter sein und 2 Meter die Breite. Hier kommt später die Glasgeländer hin. Sehr schöne Aussicht, wunderschöne Aussicht. Jetzt gehen wir weiter. Also das hier wäre wahrscheinlich Gästeschlafzimmer. Ah, übrigens, wir haben hier unsere Glasgeländer hier schon stehen. Ein Badezimmer ist schon fast fertig, die andere noch nicht. Das ist ja vom Creavit, auch ein guter Hersteller. Ja, Waschbecken und Toilette wird noch installiert. Und das sind auch die Füße für die Balkonverglasung. Jetzt gehen wir gleich weiter ins Wohnbereich. Klimaanlage wird dann hier installiert. Und das hier ist der Wohnbereich. Sehr groß, wir haben hier offene Küche, sehr groß. Ja, hier kommt der Kühlschrank hier rein, Mikrowelle, Backofen, hier kommt ein großes Waschbecken. Ja, hier kann man auch seine Spülmaschine reinstellen. Ja, so schaut es hier aus. Also sehr gute Möbel. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ja. Also, ich sag mal so, 180 Quadratmeter macht sich schon bemerkbar. Ja. Jetzt gehen wir mal auf unseren Balkon, da wo wir gestartet haben. Ja. Ich werde euch noch den Poolbereich zeigen. Da werde ich mich noch nicht verabschieden. So, aber ich gebe die Eckdaten trotzdem einmal durch. Circa 180 Quadratmeter. Ja, wir haben noch großes Balkon hier stehen. Wir haben hier noch nicht dazu berechnet. Kommt nicht vor, weil wir haben hier zwei große Balkone, die ziehen wir ab, dann sind wir bei 177 Quadratmeter. Von hier bis zum Strand braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, weil hier gibt es 6-mal am Tag Transfer. Sie werden hier abgeholt und werden dann direkt zum Strand gefahren. Auch eure Einkaufsmöglichkeiten könnt ihr dort erledigen und wenn der Service wieder zurückfährt, könnt ihr euch während auf dem Hauseweg könnt ihr euch abholen. Ja? So schaut es hier aus. Also wir gehen jetzt gleich zum Poolbereich. Bis gleich. So, jetzt kommen wir zu unserem Poolbereich. Indoor-Pool hatte ich letztes Mal auch erwähnt und jetzt gerade eben wieder. Möchte ich einfach mal gezeigt haben. Ja, ihr kauft ja nicht nur Wohnung, ihr kauft ja jede Menge Aktivitäten. Indoor-Pool, Outdoor-Pool, ja, Zigarrenbereich, Kindergarten, Kinderspielplatz, ja, Sauna, Hammam, Fitness, Nagelstudio. Da ist ja alles in diesem Preis inbegriffen. Wir sind jetzt im geschlossenen Poolbereich. Wir haben ein Glasdach, das zeigen wir auch mal ganz kurz. Die Länge ist ungefähr 8 Meter, die Breitenseite ungefähr 6 Meter. Ihr könnt ihr nachts, also 24 Stunden am Tag, könnt ihr den Poolbereich nutzen. Und wir haben auch wunderschön Meer, Berg- und Burgblick von hier aus. Leider haben wir unsere Geländer bzw. unsere Gerüst und Geländer noch vorne dran, da kann man es nicht erkennen. Aber wenn man jetzt ein bisschen vorläuft, erkennt ihr auch, dass wir wirklich von hier aus einen wunderschönen Meerblick, Berg- und Burgblick haben. So, liebe Leute, also wir sind jetzt zu Ende gelangt. Ja, wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ja, also bis zum nächsten Mal.